Ja, hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Orga-TV-Sendung im Jahr 2015. In diesem Sinne wünschen wir, das Orga-TV-Team der Universität des Saarlandes, allen Zuschauern ein frohes neues Jahr und insbesondere ein Jahr, das mit viel Glück und auch Gesundheit sowie privatem und beruflichem Erfolg verbunden ist. Wir möchten gerne zum Auftakt dieser Orga-TV-Reihe im Jahr 2015, das letzte Jahr, nochmal ein klein bisschen Revue passieren lassen, insbesondere die Uni-Aktionswoche 2020, die Mitte Dezember letzten Jahres stattgefunden hat. Dazu haben wir auch einen Studiogast aus dem Vorsitz des ASTA. Govinda Sicheneder ist bei uns zu Gast und wird uns nachher noch Rede und Antwort stehen und natürlich alle wichtigen Fragen rund um die Sparmaßnahmen der Landesregierung und die Uni-Aktionswoche 2020 beantworten. Des Weiteren haben wir in der Sendung vorbereitet einen kreativen Beitrag der etwas anderen Art, der folgt aber zum Ende der Sendung. Darüber hinaus haben wir einen Beitrag, wie könnte es passender sein zum Thema Neujahrsvorsätze, und mit dem möchten wir auch beginnen. Govinda, wie ist es bei dir? Hast du dir irgendwelche Neujahrsvorsätze vorgenommen? Nein, also ich persönlich habe schon vor Jahren aufgehört, mir Sachen vorzunehmen, da diese Sachen natürlich dann nicht eintreten, wie du auch schon angekündigt hast. Das Gleiche gilt auch für meinen ASTA-Vorsitz. Wir hoffen natürlich, dass wir den Uni-Haushalt retten können, dass wir die Uni im Prinzip noch irgendwie am Leben halten können. Deshalb wäre es natürlich schön, wenn wir mehr Mittel kriegen und mehr Studenten, die auf die Straße gehen und so weiter. Aber diese Vorsätze lasse ich lieber und hoffe, dass es eintritt. Aber immerhin dann ein Vorsatz für alle Studierenden quasi. Ja. Wir hoffen, dass es auch so kommt. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, die Neujahrsvorsätze nimmt sich jeder vor, aber nur die wenigsten können sie im Endeffekt auch umsetzen. In der ersten bzw. spätestens zweiten Januarwoche sind die Neujahrsvorsätze schon über den Haufen geworfen. Man trinkt wieder, man raucht wieder, man treibt keinen Sport und ernährt sich schon gar nicht gesund. Vielleicht können wir jetzt aber mit dem nächsten Beitrag euch so einen kleinen Anstoß geben, wie das Ganze doch funktionieren könnte und welche gesunden, ich nenne es mal Hausmittel, es insbesondere für Studenten gibt, die einen vielleicht anregen oder den nötigen Antrieb geben, mehr Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren. Schaut es euch einfach mal an. Mit dem Rauchen aufhören, gesünder ernähren, mehr Sport treiben. Die klassischen Antworten, wenn man nach Neujahrsvorsätzen fragt. Diese guten Vorsätze dann aber auch in die Tat umzusetzen, fällt den meisten ganz schön schwer. Wenn auch ihr zu denjenigen gehört, denen die nötige Motivation und der Antrieb fehlt, haben wir genau das Richtige für euch. Ein Multivitamin Winter Smoothie. Der ist nicht nur gesund, sondern liefert auch die Energie, um sportlich ganz schön durchzustarten. Dazu braucht ihr 2 Birnen, 4 Grapefruits, 250 ml Trinkjoghurt und 20 Gramm Cashewnüsse. Erstmal werden die Birnen gewaschen und mit einem Handtuch trocken gerieben. Anschließend die Früchte halbieren, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch grob würfeln. Die Grapefruits werden von ihrer Schale befreit und über einer Schüssel filettiert. Mögliche Rückstände könnt ihr dann mit der Hand rauspressen. Grapefruit-Filets, Cashewnüsse und Trinkjoghurt zum Schluss zu den Birnenstücken in den Mixer geben und fein zerkleinern.
Der fertige Smoothie kann nun serviert werden. Smoothies sind insbesondere für Studenten der perfekte Snack für zwischendurch. Schnelle und günstige Zubereitung sowie ausreichend Energie für den ganzen Tag. Probiert's doch mal aus. Ja, das sind wir auch schon wieder. Also du bist jetzt fern raus, du hast ja gesagt, du hast ja keine Neujahrsvorsätze vorgenommen, deswegen musst du dieses Getränk auch nicht selbst nachmachen oder probieren. Für alle anderen, die das aber gerne mal testen wollen, ihr habt es ja jetzt gesehen, einfache und schnelle Zubereitung und es verleiht euch die notwendige Motivation und den notwendigen Antrieb, euch sportlich zu betätigen und vielleicht auch gesünder zu ernähren. Jetzt haben wir, wie eben schon angesprochen, noch einen Beitrag zur Uni-Aktionswoche 2020, der euch nochmal so die nötigen Hintergrundinformationen liefern soll, warum der Aster das Ganze organisiert hat, inwiefern und wie stark die Universität von den Sparmaßnahmen der Landesregierung betroffen ist und welche Veranstaltungen in dieser Woche im Allgemeinen organisiert worden sind. Da war unter anderem eine 24-Stunden-Vorlesung, eine Großdemonstration in Saarbrücken. Aber ich will euch jetzt nicht allzu sehr mit Details langweilen. Schaut euch den nächsten Beitrag einfach mal an und vielleicht auch nochmal für euch eine Chance, dass, die Veranstaltung im Dezember Revue passieren zu lassen und euch nochmal Gedanken darüber zu machen. Vielleicht, wahrscheinlich ist auch euer Lehrstuhl, euer Studiengang von Sparmaßnahmen betroffen. Schaut es euch einfach mal an. Viel Spaß. Mitte Dezember hat die Aktionswoche mit dem Titel Uni 2020 mit einer Demonstration vor der Staatskanzlei in Saarbrücken begonnen. Die Woche hat auf konkrete Konsequenzen der Sparmaßnahmen an der Uni aufmerksam gemacht. Die Studenten hatten gefordert, dass die Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer endlich Rede und Antwort steht und sich mit den Betroffenen persönlich unterhält. Obwohl die Demo sehr kurzfristig geplant war, haben viele Studenten aus allen Fachbereichen lautstark ihren Frust mitgeteilt. Der Aster hat Eckpunkte der Halbzeitbilanz der Großen Koalition und dieser, die am 16. Juni 2014 veröffentlicht wurden, vorgelesen. Die größte Kritik an die Regierung ist, dass es am Reden mit den Betroffenen fehlt und Studenten und Mitarbeiter kaum zu Wort kommen. Daher hatte man für eine gemeinsame Verantwortung gegenüber der Uni demonstriert. Nach lautstarken Rufen nach ihr ist Annegret Kramp-Karrenbauer zum ersten Mal vor die Studenten getreten. Ich habe eben noch mal deutlich gemacht, und das sage ich hier genauso offen, weil ich auch niemandem etwas vormachen will, das große Szenario, der große Globalhaushalt, so wie er jetzt auch beschlossen worden ist vom Landtag, wird im großen Rahmen so bleiben. Es wird keine Möglichkeit geben, dort massiv Geld noch draufzulegen. Die einzige Möglichkeit, die die Ministerpräsidentin noch sieht, sind Bundesmittel, beispielsweise die BAföG-Mittel oder eine Erhöhung von Hochschulpaktmitteln aus Hochschulseiten. Der Aster hat bestimmte Forderungen an die Regierung und wird auch im Jahr 2015 weiter für das Bestehen der Universität kämpfen. Wir sind uns bewusst, dass die Universität wohl auch einen gewissen Beitrag leisten muss. Deswegen wären unsere Forderungen zum einen die Übernahme der Tarifsteigerungskosten, der Energiesteigerungskosten, zum anderen allerdings auch die komplette Übernahme zusätzlicher Gelder, wie beispielsweise der BAföG-Gelder, in den Globalhaushalt der Universität und nicht die Verschleppung in irgendwelche Sondervermögen zugunsten irgendwelcher Prestigeprojekte der Landesregierung. Wir hatten leider das Problem bei den letzten Demonstrationen, dass diese zwar mit 2500 Studierenden im Vergleich zu Saarbrücker Verhältnisse relativ gut besucht war, allerdings einzelne Professoren vor allem nach wie vor der Meinung sind, dass da mindestens 10.000 Studierende bzw. Mitglieder der Universität doch machbar sein sollten. Deswegen haben sich einige Professoren bereits zusammengeschlossen und das auch bereits im Senat beschlossen, im Januar nochmal demonstrieren zu gehen.
Ziel des Ganzen wird sein, die Diskussion über den Landeshochschulentwicklungsplan zu begleiten, dort nochmal konkrete Forderungen einzubringen. Und wir werden auch nicht müde daran werden, die Konsequenzen aufzuzeigen. Bildung ist eine wahnsinnig wichtige Ressource für das Saarland. Das Saarland ist leider ein Abwanderungsland. Dementsprechend ist hier auch die einzige Möglichkeit, letztendlich noch junge Leute ins Saarland zu ziehen und auch hier zu halten. Wenn man sich erstmal hier im Mittelpunkt aufgebaut hat, hat man auch eher die Bestrebung, weiterhin hier zu bleiben. Während wenn man jetzt erstmal aus dem Saarland rausgegangen ist, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man auch nicht mehr wieder zurückkommt. Am zweiten Tag hat eine 24-Stunden-Vorlesung im Audimax stattgefunden, an welcher viele Professoren der Uni teilgenommen haben. Der Universitätspräsident hat in einer Vollversammlung Kritik an den Sparmaßnahmen geübt. Ein Drittmittelprojekt bringt Renommee, Forschungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten, weil wir in der Regel Qualifikationsstellen mit Drittmittelprojekten verbinden. Aber für die Universität verursacht ein Drittmittelprojekt mehr Kosten, als es bringt. Warum? Weil wir die Infrastruktur nicht komplett finanziert kriegen. Ein Drittmittelprojekt bringt im Bereich der BFG beispielsweise 20% sogenannte Overhead- oder Programmpauschalen zu uns. Dieses Geld wird aber gebraucht, um die Bedingungen zu finanzieren, um dieses Projekt laufen zu lassen. Das ist schon schlimm genug mit diesen sogenannten KW-Vermerken, weil die verwechselt werden mit einer Geringschätzung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die da diesen Vermerk haben. Das ist ja nicht der Fall. Ein KW-Vermerk ist immer etwas Strukturbezogenes, wo wir sagen, wir können uns diesen hochwertgeschätzten Lehrstuhl, weil der im Moment perfekt besetzt ist, in 15 Jahren aller Voraussicht nach nicht mehr leisten. Da, so ist ein KW-Vermerk zu werden und nicht, naja, den brauchen wir nicht mehr, der hat ja bislang nicht getan. Herr Professor Dr. Scholz hat die Folgen für seinen Lehrstuhl geschildert. Man müsste so zwei Bilder gegenüberlegen. Die Idee, wie diese Hörsaal normalerweise Dienstag früh aussieht, nämlich knallvoll, Studenten im Fach Personalmanagement. Und dann müsste man mal dagegen legen, die Tatsache, wie das in ein paar Jahren aussehen wird, wenn diese Vorlesung nämlich vermutlich gar nicht mehr da sein wird. Diese schöne Definition, was ein KW-Vermerk bedeutet. Nicht, dass der Lehrstuhl nicht aber schlecht ist, da bedanke ich mich dafür, sondern dass das Lehrgebiet nicht mehr strukturell in die Landschaft passt. Ob die Studenten nach dem Wintersemester 2017, 2018 es überleben werden, wenn wir nicht mehr da sind, das wird man dann sehen. Das ist aber dann die Aufgabe der nächsten Generation, sich den Kopf zu zerbrechen, warum so Themen wie Führung, Mitarbeiter etc. nicht mehr in die Landschaft passen. Um zu verdeutlichen, wie die einzelnen Fächer von der Sparmaßnahme betroffen sind, hat am letzten Tag der Aktionswoche der Fächerfriedhof eröffnet. Insgesamt ist der Sparbeitrag für die Uni nochmal aufgeteilt in 20% für die zentralen Einrichtungen wie Studierendensekretariat, Sprachenzentrum oder Hochschulsport, weitere 20% für die zentrale Verwaltung und nochmal 15% für die Fakultäten. Wobei sich diese 15% der Fakultäten wieder auf die einzelnen Fächer aufgliedern. Die Schwerpunktfächer sind mit einer Sparquote von 5% betroffen. Die Frage, wie lange unsere Universität für die Studenten noch geöffnet hat, bleibt also offen. Ja, spätestens jetzt hat ja jeder nochmal einen Eindruck davon gewonnen, warum die Aktionswoche Uni 2020 ins Leben gerufen worden ist, falls ihr das vergessen haben solltet. Ich hoffe natürlich nicht. Hierzu darf ich nun, und darüber freue ich mich sehr, Govinda Sicheneder begrüßen. Vielleicht stellst du dich kurz mal vor, was ist deine Funktion im AStA und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum die Aktionswoche Uni 2020 für die Universität so wichtig ist. Ja, hallo, ich bin Govinda Sicheneder. Ich bin seit drei Jahren im AStA und mittlerweile seit dem Sommer ein halbes Jahr mit Charlotte Dahlem zusammen, die man gerade im Beitrag gesehen hat, Vorsitz vom AStA. Ja, und zur Aktionswoche Uni 2020. Die Aktionswoche war dazu gedacht, um zu zeigen, einfach wie die Universität 2020 aussehen wird, wenn die Sparmaßnahmen so umgesetzt werden. Ja. Denkst du, dass es vielen Studenten schon bewusst ist, welche Auswirkungen diese Sparmaßnahmen für ihren eigenen Studiengang und für die Universität an sich in Zukunft haben werden?
Nein, also ich glaube, bei vielen Leuten ist angekommen, dass die Sparmaßnahmen gravierend sein werden. Aber ich glaube nicht, dass bei dem Gros der Studenten und der Mitarbeiter und so weiter wirklich schon die Härte angekommen ist, was das bedeutet genau. Und da haben wir immer Nachholbedarf, da müssen wir weiter informieren einfach. Und wir haben jetzt vom Präsidium Zahlen, die belegen, dass wirklich jeder Student und jede Fachrichtung davon betroffen sind, ist. Und das geht von 5% bei exzellenten Studiengängen wie Medizin, Informatik bis zu 50% bei nicht so wichtigen Studiengängen. Und das zeigt wirklich, dass jeder Student betroffen ist und dass die Zahlen schlimm sind. Jetzt haben wir schon im Beitrag die erste Großdemonstration gesehen, die letzten Dezember stattgefunden hat. Jetzt ist nächste Woche, am 15. Januar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die nächste Demonstration angesetzt. Vielleicht kannst du da kurz was zum Ablauf sagen und wo das Ganze stattfinden wird. Ja, genau. Nächsten Donnerstag, den 15.01. ab 15 Uhr, versammeln wir uns vor der Europagalerie und laufen dann zur Staatskanzlei, um da nochmal eine Abschlusskundgebung zu halten. Zu dieser Abschlusskundgebung ist Professor Linnewehmer als Universitätspräsident eingeladen. Wir laden auch die Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Außerdem sind alle Dekanen dazu angehalten, da was zu sagen, und die Personalräte und die Studierenden werden auch was sagen. Jetzt haben wir ja an der Universität so um die 18.000 eingeschriebene Studenten, und bei der ersten Demonstration im Dezember waren ja in Anführungszeichen nur 2.000 Studenten am Start und haben sich da für die Universität und letztlich auch für ihren Studiengang, für ihre Fakultät stark gemacht. Mhm. Findest du das rein zahlenmäßig ein gutes Ergebnis oder war da die Beteiligung zu schwach? Generell war mir natürlich die Beteiligung zu schwach. Wir brauchen wirklich die Massen, wir brauchen viele Leute, die auf die Straße gehen. Aber genau bei dem Beispiel, was du gerade angesprochen hast, waren wir kein bisschen enttäuscht, da die ganze Aktion sehr spontan war. Die Ministerpräsidentin hat sehr spontan den Termin mit dem Senat abgesagt und uns dann in die Staatskanzlei eingeladen. Und wir hatten im Prinzip nur 2 Tage Zeit, um die ganze Demonstration zu verlegen, sie bei der Polizei anzumelden und die ganzen Demonstranten in die Stadt einzuladen. Deshalb waren wir von den 2000 Teilnehmern, die da waren, kein bisschen enttäuscht. Ja. Jetzt ist ja der Etat der Universität durch die Sparmaßnahmen der Landesregierung sehr gekürzt worden und wird auch in Zukunft weiter eingeschränkt werden. Mhm. Stichwort Drittmittel. Welche Meinung vertritt da der AStA, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es noch, andere finanzielle Mittel für die Universität zu beschaffen? Natürlich besteht immer die Möglichkeit, Drittmittel einzuwerben, aber um Drittmittel einwerben zu können, braucht man einen gewissen Grundetat. Und es ist nicht realistisch, dass man die Drittmitteleinnahmen steigern kann, wenn der Grundetat gekürzt wird. Des Weiteren hat die Landesregierung die Vorstellung, dass wir zum Beispiel mehr Sonderforschungsbereiche einwerben können mit 20% weniger Mitteln. Das ist unrealistisch. Im Gegenteil, im Moment haben wir 5 Sonderforschungsbereiche. Und wir als Senat, dem ich auch angehöre, wir vertreten die Meinung, dass wir diese Sonderforschungsbereiche nicht halten können, diese 5 Sonderforschungsbereiche mit weniger Mitteln einfach. Jetzt noch eine abschließende Frage. Die Sparpläne der Landesregierung stehen ja schon länger fest. Gibt es dennoch, auch von unserer Ministerpräsidentin, in irgendeiner Form Zugeständnisse, dass diese Sparpläne vielleicht nochmal gelockert werden, beziehungsweise kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren eventuell die Zuschüsse und die Förderung für die Universität wieder erhöht wird? Nein. Also die Ministerpräsidentin hat uns sehr klar im Gespräch mit dem Senat gesagt, dass der Haushalt so jetzt feststeht und dass wir daran nichts mehr ändern können. Allerdings hat sie uns Gesprächsbereitschaft angeboten bei Stellschrauben, wie sie es genannt hat, zum Beispiel bei den BAföG-Mitteln, wie die BAföG-Mittel eingesetzt werden können in Zukunft. Aber natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt und wir hoffen, dass zukünftig natürlich der Haushalt der Universität wieder angehoben wird, da wir wirklich zeigen können auch, dass wir einfach unterfinanziert sind und dass so eine Universität nicht weiter bestandsfähig ist. Ja, dann schon mal vielen Dank bis dahin, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast und auch
Rede und Antwort gestanden hast. Also ihr habt es jetzt gehört, nächste Woche am 15. Januar, 15 Uhr vor der Europagalerie findet wieder eine Demonstration statt. Und es ist natürlich auch in eurem Interesse, dass ihr da zahlreich am Start seid und euch für eure Universität stark macht. Kommen wir nun schon zum letzten Beitrag unserer Sendung. Ich habe ja schon angedeutet, das ist ein kreativer Beitrag der etwas anderen Art und Weise. Und dazu, oder der handelt von, jeder kennt es wahrscheinlich, Taschentüchern. Ein Alltagsgegenstand, der, wie wir jetzt in dem Beitrag sehen werden, auf verschiedene Art und Weise genutzt werden kann und eigentlich in jeder Lebenssituation vonnöten bzw. nützlich ist. Schaut ihn euch einfach mal an. Taschentücher. Mit einer äußerst sanften Oberfläche und einem geschmeidigen Material dienen Taschentücher optimal dem täglichen Gebrauch. OrgaTV zeigt euch, wie es funktioniert. Streicht mit den Fingern über die Taschentücher, um die glatte und weiche Struktur zu spüren. Zwickt das Tuch, um die verschiedenartigen Schichten zu fühlen. Bewegt das Taschentuch zu eurem Gesicht. Es ist so einfach, dem Körper qualitativ hochwertige und sanfte Pflege zu bieten. Sie stehen euch in Notsituationen zur Seite und lassen sich mit jeder Flüssigkeit kombinieren. Auch beim Sauberwischen lassen euch Taschentücher nicht im Stich. Taschentücher reihen sich nahtlos in all eure Gebrauchsgegenstände ein. Sie können überall hin mitgenommen werden. Sie verbrauchen keine Energie. Wenn ihr das Taschentuch gefunden habt, könnt ihr es mit Freunden teilen. Macht euch keine Sorgen, wenn die Taschentücher runterfallen. Sie sind sicher und bleiben von jedem Kratzer verschont. Taschentücher informieren euch, sobald es Zeit wird, sie zu aktualisieren. Taschentücher sind in jeder Größe erhältlich. Die handlichen Taschentücher kompakt sind die perfekten Begleiter für alle, die viel unterwegs sind. Taschentücher, ein simpler Weg, sich das Leben zu vereinfachen. Ja, und da sind wir auch schon wieder, wie gesagt, schon am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Start ins neue Jahr verschaffen mit diesen Beiträgen. Noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung. Diese wird am 21. Januar 2015 stattfinden. Dann wieder mit neuen Beiträgen, unter anderem ein Beitrag zur Generation Z. Wenn ihr euch jetzt fragt, Generation Z, was ist das überhaupt, dann auf jeden Fall in 2 Wochen einschalten und euch das Ganze anschauen. Dann nochmal zur Erinnerung, nächste Woche Donnerstag, große Demonstration in Saarbrücken vor der Europagalerie. Seid alle am Start und engagiert euch für eure Uni. Bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss.